In einem Naturgarten ist es günstig, verschiedene Materialien wie Astwerk und Zweige mehrere Saisonen einfach aufzustapeln und liegen zu lassen. Auch umgebrochene Bäume oder geschlägerte Bäume sind besser aufgehoben, wenn sie im Garten einfach verbleiben und als liegendes Biotopholz zur Verfügung stehen. Auch Rindenhaufen zum Beispiel sind sehr wertvoll, weil sich dort sofort viele Tiere ansiedeln. Wie man hier sieht, sind sofort rote Ameisen hier unter dieser Nussrinde zu einem Stamm geworden. Auch die Holzreste einfach gesammelt in einer undichten Regentonne haben bald zu einem intensiven Ameisengewurle geführt. Verbleibt dickeres Holz länger im Garten, so entstehen größere und kleinere Löcher von Käfern und auch Vögeln, wie hier dem Specht. Und genau das bauen wir mit unseren künstlichen Nützlingshäusern nach und die Wildbienen suchen sich das passende Loch, wie hier dieses schlanke Exemplar. Das liegende Biotopholz führt früher oder später zu Pilzwachstum und zu solchen Fruchtkörpern. Die sind Nahrung für zahlreiche Tiere wie Spinnen, Asseln, verschiedenste Käfer. Auch wichtige Schneckenjäger wie hier der Laufkäfer oder die Blindschleiche finden sich gerne unter diesen länger liegenden Holzteilen. Auch die Erdkröte ist gerne in geschützten Bereichen, knapp an der Erdoberfläche, wie unter solchen Stämmen, und kommt dann noch Wasser dazu in der Nähe in Form eines Bachlaufes oder eines Teiches, findet sich schnell ein Springfrosch oder auch der Feuersalamander, beide auch Jäger der Schneckeneier. Aber auch größere Jäger wie der Igel finden in solchen Gartenresten wunderbar Unterschlupf.